Wahrheit spielt beim Thema Ausweg aus der Pornografie eine ganz entscheidende Rolle. Es ist wunderbare, echte Liebe und Sexualität zu erfahren. Die Welt der Pornografie hingegen ist unecht, sie ist eine Lüge. Willkommen beim Thema Pornografie, eine Welt der Lügen. Ich habe viele Jahre in der Welt der Pornolügen gelebt. Das, was ich in der Pornowelt gesehen habe, habe ich damals als wahr und echt angenommen. Dabei war mir nicht klar, wie sehr ich betrogen wurde und auch anfing, mich selbst zu belügen. Vielleicht geht es dir auch so. Es wurde eine heile Welt präsentiert, die mich glücklich machen sollte. Eine Welt der Spannung und Abenteuer. Eine Welt voller Frauen, die für mich da sein wollten. Meine Bedürfnisse kannten und diese stillen wollten. Frauen, die mit mir intim sein wollten und meinen Hunger stillen würden. Wie blind ich doch war, dass ich nicht gesehen habe, dass das keine heile Welt ist und dass niemand meinen tiefen Hunger, vor allem nach Liebe, stillen konnte. Auch du wirst dort keine echte Liebe finden. Shelley Lügen, eine ehemalige Pornodarstellerin, spricht über diese Welt und sagt Folgendes. Sexbepackte Pornofilme, die einem frisch gefärbten Blondinen präsentieren, deren beschwörenden Augen sagen, ich will dich, sind wahrscheinlich einer der größten Täuschungen aller Zeiten. Glauben Sie mir, ich weiß es, es ist wahr. Keine von uns frisch gefärbten Blondinen macht Pornografie gerne. Tatsächlich hassen wir es. Wir hassen es, von Fremden angefasst zu werden, denen nichts an uns liegt. Wir hassen es, durch ihren stinkenden, schwitzenden Körper erniedrigt zu werden. Einige Frauen hassen es so sehr, dass man hören kann, wie sie sich in den Drehpausen auf der Toilette übergeben. Das war mir neu. Ich dachte immer, Pornodarstellerinnen täten ihren Job gerne und war dann eigentlich entsetzt zu hören, wie der Alltag am Pornoset tatsächlich aussieht. Eine traurige und vor allem eine einsame Welt. Frauen, die es aus einer Not heraus diesen Job annehmen, um schnell an das Geld zu kommen. Frauen, die oftmals unter Drogen, unter Alkohol stehen, um das, was sie tun, überhaupt auszuhalten und den inneren und äußeren Schmerz auszublenden. Einige Frauen sind Opfer auch von Menschenhandel. Sie bekommen einen Job als vielleicht Model bei einem sogenannten Fotoshooting angeboten, reisen häufig aus dem Ausland an und merken erst dann, wenn sie dort ankommen, dass es sich um einen Pornodreh handelt. Es gibt Fälle, wo die Pässe im Vorfeld abgenommen werden und Frauen dadurch unter Druck gesetzt werden. Immer wieder sind es auch Minderjährige, die dann wie erwachsene Frauen hergerichtet, geschminkt werden. Weißt du, es ist wichtig, hinter die Welt des Make-ups, des Kommerzes, des Glamours zu schauen. Wir haben eine Verantwortung für das, was wir tun und anschauen und dürfen nicht einfach wegschauen. Würdest du wollen, dass deine Tochter so einen Job annimmt? Ich nicht. Kein Vater, glaube ich, wünscht sich diese Welt für seine Tochter. Ich habe noch nie ein Mädchen erlebt, das zu ihrem Papa läuft und sagt, hallo Papa, wenn ich älter bin, möchte ich Pornostar werden. Ich weiß von Leuten, die in der Pornoszene gearbeitet haben, bin immer wieder unterwegs mit Ex-Darstellern. Ich weiß, dass es kaum Frauen gibt, die gerne Pornos drehen. Und doch hören wir hier und da in den Medien, wie toll Darstellerinnen es finden. Es ist wichtig, sich der Wahrheit zu stellen und das Lügengespinst zu durchschauen. Glauben wir nicht einem Märchen. Es gibt hier kein Happy End. Wir müssen Sexualität abseits der Welt der Pornografie wieder neu entdecken und dürfen das. Wir müssen lernen, Frauen nicht mehr als Ware, sondern als kostbarer Mensch mit Gefühlen und einem Herzen anzuschauen. Der Mensch ist nicht handelbar. Das Materielle im Leben ist nur das Werkzeug, also etwas, das wir verwenden oder verwendet werden sollen. Was passiert aber, wenn wir die Dinge in unserem Leben umdrehen? Wir lieben das Materielle. Ich liebe mein Smartphone. Und den Menschen verwenden wir als Ware, behandeln wir als Ware. Es entsteht eine verzerrte Welt, die wahre Liebe unmöglich macht, da echte Beziehungen gestört werden oder zerstört werden. Ich möchte dich ermutigen, aufzuhören, dich selbst zu belügen. Das sind Lügen wie, ich möchte ja eigentlich nicht Pornografie anschauen, möchte nur am PC oder am Fernseher am Abend entspannen. Oder ich tue ja niemandem weh beim Pornoschauen. Frauen machen das ja gerne, ist das älteste Gewerbe der Welt, wie auch immer. Oder auch, ich bin nicht süchtig oder ich habe ein Recht drauf, da meine Frau derzeit keinen Sex mit mir haben will.
Ich weiß nicht, was für Lügen du in deinem Leben aufgebaut hast, welche Rechtfertigungsmuster oder Ausreden du dir ausgedacht hast. Sei ehrlich zu dir selbst und höre auf, dich selbst zu belügen. Es kann auch sein, dass sich deine Lebenshaltung ändern muss. Ich treffe oft Menschen, bei denen sich die ganze Welt nur um sich selber dreht. Das hat Pornografie sie über viele Jahre gelehrt. Es geht darum, welchen Nutzen also ich davon habe, wie meine Lust befriedigt werden kann. Das hat aber alles wenig mit Sexualität zu tun, wo es darum eigentlich geht, den anderen zu beschenken und zu lieben. Wo wir den anderen höher als uns selbst schätzen sollen. Falls das dich betrifft, möchte ich dich ermutigen, nicht wie ein Staubsauger zu sein und ihn nur zu nehmen, sondern dass sich deine Lebenshaltung ändert und du anfängst, den Blick wieder nach außen zu richten und lernst zu geben. Überlege, wie kannst du anderen Menschen helfen zum Beispiel? Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt, so kostbar du auch sein mögest. Auch ich musste ehrlich zu mir selber werden und erkennen, wie sehr ich mich selbst belogen hatte. Und dazu kamen noch die Lügen rund um Resignation. Ich bin ein hoffnungsloser Fall oder ich komme da nie heraus. Ich treffe immer wieder Menschen, die das sagen. Du hast keine Ahnung, was ich alles schon erlebt habe, Phil, was ich hier durchgemacht habe, wie viele Jahre ich mit Pornografie kämpfe. Ich habe keine Hoffnung. Weißt du, die Wahrheit ist, es gibt einen Weg heraus. Für jeden. Es gibt Hoffnung. Du bist kein hoffnungsloser Fall.